Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Fallout 76. Kellen ist wieder mit dabei und diesmal auch wieder sichtbar. Ja, genau. Hallo. Und ja, wir machen uns erstmal auf den Weg da unten zum Bahnhof. Mittlerweile wird er auch wieder angezeigt oder auch auf der Karte mal angezeigt. Da ist, also finde ich meine gemoddete Karte tatsächlich nicht ganz praktisch. Was macht die nochmal genau? Ja, die zeigt zum Beispiel alle Händler an. Dadurch kannst du halt dann auch sehen, wo Bahnstationen sind. Ah, das ist praktisch. Das ist echt praktisch. Unter anderem. Und halt auch Gebiete, wo welche Rohstoffe zu finden sind und so Zeug halt auch noch. Und allgemein ist sie halt auch nochmal deutlich höher. Ich glaube, die hat eine 4K-Auflösung oder so. Also es ist halt deutlich klarer, genau. Und deutlich besser aufgelöst als die Original-Map. Das ist praktisch, das ist tatsächlich sehr praktisch. Mhm. Dip. Frag mich allerdings, was ist hier in der Bahnstation noch auf uns wartet. Hier hat er Farm. Echt der Mottenmann. Ja. Ausdauer. Oh. Ich glaube, oder? Ich habe ja, glaube ich, noch meinen. Durch den Tee ein bisschen Bonus, ja, dass es sich ein bisschen schneller regeneriert alles. Gut, die sieht mal anders aus. Stimmt, tatsächlich. Ah, hier ist eine... Sehr gut. So, Schrott verwerten. Ja. So wie die Kampfrüstung. Die Armee-Uniform packe ich dann mal weg. Wer weiß, ob wir die nochmal brauchen. Jetzt dann weg. Kannst weg. Kannst weg. Jawohl. So, dann packe ich mal meinen Schrott weg. Dann darfst du auch mal da dran. Ja, und wie gesagt, mittlerweile... 800 Einheiten. Ah, schön. Ja. Warum habe ich jetzt noch immer 180? Oh. War noch nicht weggepackt? Doch, der komplette Schrott ist weg. Tatsächlich. Aber ich habe ja auch noch mega viel Schießpulver mit. Ah ja. 94 zum Beispiel. Eine Rakete hatte ich dabei. So. Die Holos packe ich auch mal weg wieder. Ja, ich... Gott, kurz... Ich kann, glaube ich, so die ganzen Notizen mal alle wegpacken, sehe ich gerade. Das mache ich auch schon die ganze Zeit tatsächlich immer wieder rein. Damit ich da nicht durcheinander komme. Habe ich noch ein Rezept? Nein. Ich glaube, ich habe tatsächlich noch eins. Was mit den diversen. Das mache ich, glaube ich, wirklich mal zwischen den Folgen. Das ist jetzt hier nicht so interessant. Genauso wie Großmengen herstellen. Ja, das machen wir dann, wenn wir wieder beim Lager sind. Genau. Bereit zum Tausch von. Aber ich habe hier gerade Baupläne abgelegt. Vielleicht ist da für dich tatsächlich noch was dabei. Wo? Da rechts in der Lagerkiste, geht direkt. Ah ja. Bekannt. Das habe ich noch nicht gehabt, den Rest hatte ich, okay. So, Flammenwerfer und auch Fleisch. Etwas für mich, was interessant ist. Ich habe jetzt halt wieder Geld, aber das wird sich wahrscheinlich nicht lohnen. Wenn sowas wie ein Schalldämpfer für eine 10 mm dabei wäre, wäre es cool. Ja.
Kann aber auch sein, dass du das halt erst freischalten musst durch Crafting und halt zerlegen. Ja, ich zerlege eh schon irgendwie alle 10 mm und alles, was ich finde. Ja. Hölzerne Scheunentür. Ist eigentlich nichts wirklich dabei, was man brauchen könnte. Hm. Ist für mich gerade nicht. Schon von den diversen kann ich sowieso nichts ablegen gerade hier. Okay. Ja, genau, die Armeeuniform kommt noch weg. Das Auto sieht doch jetzt wieder gut aus. Cool. Ja, jetzt kann man auch wieder laufen. Ja. Ja, irgendwie ein Survival-Spiel, wo man nicht laufen kann, ist eher schwer. Obwohl das jetzt hier nicht so wirklich Survival ist. Ja, stimmt auch wieder. Ah, aber... Munition noch schnell, die ich wirklich nutze. Naja, Granatwerfer. Ich mach mich dann schon mal hier auf den Weg. Jo. Doch relativ hell hier, muss ich ja zugeben. Allerdings blendet auch gerade so ein bisschen draußen die Sonne. Oh, Flugabwehrrakete. Ich befürchte... Ah, ich schätze mal, hier ist wirklich dann das letzte Ding und da müssen wir dann jetzt wieder so eine Brandbestie zerlegen. Die schaffen wir. Die schaffen wir. So. Erkundungslager Alpha. Cool. Erkennt ihr mich eigentlich jetzt hier einmal? Oh, das sind zwei. Leuchtend auch noch. Oh ja. Wow, wow, wow. Oh, komm schon. Vielleicht mal ein Red Away, wenn du es auf Quickslot hast. Ja. Oh, eine Wackelpuppe. Oh nein, nein, nein. Ja, dabei ist keine Arme mehr. Ja, ich hab sie abgeschossen. Mit der Rakete. Ah, schön. Manchmal ist Waffenkraft doch für etwas gut. Das auf jeden Fall. So. Mal Red Away. Und Stimpack. So. So, Herr Werkzeugkasten. Ach, hier war nichts zu verwerten, ne? Nein, schade. Bitte? Ah, hier war nichts zu verwerten, jetzt so eine Werkbank oder so. Doch, hier ist eine Powerrüstungsstation. Hier draußen direkt. Ah, ja. Ah, da, wow. Bin einfach blind. So, dann nehme ich aber die Schachtel noch mit, das Klebeband, Kiespulver und entleeren. Lecker Hirnpilz. Ich glaube, kochen will ich jetzt auch gerade nicht. Ich glaube, ich lieber mal ein bisschen. Ne, so viel ist gerade nicht zu plündern. Ja, ich glaube, wir nicht. Machen, glaube ich, das am besten. Warte mal so. Den Transponder stelle ich jetzt mal aus. Oh, es gibt noch einen Transponder. Moreno an Defiance! Die Verbrannten müssen einen der Transponder erwischt haben. Alpha Solo 13.
Endzone negativ. Dein Modul ist ein echter Leckerbissen, Grant. Neue Koordinaten sind... Echo Lambda 7. Überall Bravos. Wir schaffen es bis zur Endzone. Ah, ist klar. Einen haben wir tatsächlich noch. Ja. Oh, das ist aber auch da direkt bei der Außendings. Okay, cool. Genau. Also, wie gesagt, vielleicht kommen da ja noch ein paar. Oh, da ist eine Brandbestie. Hallo, na. Dann bleibe ich doch mal geduckt. Hat keinen Schaden. Bist du aufgestanden? Nee. Ja, ich werde irgendwie, also ich habe das Gefühl, dass ich jetzt hier deutlich schneller wieder entdeckt werde. Ich muss ja mal gucken, ob ich meinen Schleichenperk noch ausgerüstet habe. Aber wegen ich habe das letzte Mal gerade so ein bisschen rumgebastelt gehabt. Ja, ich laufe einfach mal. Ja. Au, au, ah, ja, genau, hier, au. Bett hinlegen, ausruhen und warten, bis er weg ist. Das hat beim letzten Mal ganz gut funktioniert. Ich versteck mich hier drin. Oder hinten ist irgendwas. Noch ein Watago oder irgendwas. Eventuell noch ans Leder will. Oh. Ah, warte mal, ich leg mich auf. Ich kann mich da nicht hinlegen. Aua. Würgermeier-Lurk. Aha. Ich glaube, der möchte sie erwürgen. Gerade an die Sieg von der ERV denken mit dem Bürger. Boah, das kenne ich tatsächlich nicht. Nee, Meierlock hört ich keine Todeskarte. Genau, ah, die kämpfen gegen. Die kämpft gegen die Verbrannten. Ja. Au! Wurde durchgeschlagen. Ja, ist mir vorhin auch gerade passiert. So, Todeskarte, würdest du vielleicht mal die Könige wegballern? Dann krieg ich nämlich XP. Angehört oder nicht? Ja. Hab ich noch Granaten eigentlich? Nein. Au. Oh. Ich wurde jetzt zu oft erwischt. Bist du ganz tot? Ja, wow. Ja, ich bin ganz tot. Das Tier ist mal nicht rauszugehen, aua. Nein. Todeskralle, tu doch mal was für dein Geld. Was? Du bist bezahlt? So, am besten hier noch anhauen. Ich habe ordentlich gelitten. Die machen die platt, die machen die echt platt. Bauch nochmal drauf geballert. Ja. Leider ein Blutwürmer. Hey, sie ist down. Cool. Oh, jetzt werden sie auf dich gehen, ne? Ja. Alter! Ich habe wohl keine XP gekriegt. Fies. Kann's auch nicht looten. Nein, nachladen. Lade, lade, lade. Lade, lade, lade. Ja, jetzt ist nachgeladen. Aua. Nein. Ah, es kommt wieder zu dir.
Kriminelle. Todeskralle. Todesklaue. So, komm, lade, lade, lade. Bisschen Radioaktivität. Hä? Au, au, au. Riss-Standort. Gehen die hier entdeckt. Nicht rein? Wieder irgendwas. Oh. Hinter mir. Oh ja. Die hauen rein. Naja, das war's. Tödlich verletzt. Die waren echt hart. Die sind hart. Jetzt ist aber auch die irgendwie meine tägliche Quest wieder weg, habe ich den Eindruck. War das nicht die mit der Brandkiste? Ah, nee. Ich muss natürlich auch mein Zeug noch reparieren. Spiel friert doch nicht komplett ein. Als ob. Na? Tut sich noch was? So, raustappen hat wohl was gebracht. So, ich habe hier eh keinen Schrott mehr. Der liegt ja da hinten noch. Ja, das ist es. Ja, stimmt, ich leide auch an Blutwürmern. Hast du ein Heilmittel? Ja, müsste. War jetzt aber das letzte tatsächlich. Ja, sonst habe ich noch genug. Ah, super. Ja, müssen wir vielleicht auch mal craften. Oh. Da ist die tote Todesknalle. Ja, genau. Der Riss verursacht sehr viel Strahlung. Ja. Ah, hier ist der Meyer-Lurk. Achso, stimmt, ich habe ja noch gar nicht geguckt, wo wir jetzt als nächstes hin müssen. Ah ja, David, okay, alles klar. Ich glaube, hier, ja genau. So, über den überschwemmten Betriebshof, ich weiß ja nicht. Oder sollen wir gleich weiter? Ich will vielleicht noch mal einmal versuchen, wenn wir uns da vielleicht anschleichen können. Wie gesagt, wir hatten jetzt durch die Brandbestie keinen Steckbonus mehr. Ich meine, die waren jetzt nicht. Wir sind ja auch schon jetzt hier 37 und 39. Das, so viel über uns waren die halt gar nicht mehr mittlerweile. Das stimmt. Ah, der legendäre Meyer-Lurk da hinten wird angegriffen auch. Einen verbrannten Berserker. What? Ja, die heilen sich einmal, die legendäre. Ja, aber ich habe trotzdem richtig krass gerade weggeballert. Beziehungsweise wir. Cool. Bald What? Level 38. Level 38. Cool. Kistenklinge. Oh, witzig. Ah, für mich gibt es tatsächlich nicht so viel.
So, dann machen wir mal den Aufstieg noch schnell. Steckt hier auch ein Verbrannter bis zum Hals im Eck? Ich glaube nicht. Was wollte ich? Ich glaube, Endurance wollte ich mal skillen. Genau. Hatte ich zumindest letztens. Täuscht. Adamantium Skelett. Genau, Körperteilschaden wird um 30% reduziert. Das klingt schon mal nicht schlecht. Aufhören, so in die Tasten reinzuhauen. Zwei Aktionspunkte da. Genau. Nee, ich hab mein Schleichen, glaube ich, hier noch drauf, ja. Okay. Wäre gut, wenn man die Karten so gegen andere eintauschen kann. Ja, stimmt, das war, weil, wie gesagt, ich habe ja Schleichen ja auch einmal jetzt doppelt. Also, wie gesagt, ich habe es halt einmal auf Stufe 3 und nochmal auf Stufe 1, was mir halt nichts bringt. Ja. Achso, meine Beute liegt hier irgendwo noch. Ah ja, das kann gut sein. Ich habe meine gerade noch geschnappt. Wo ist denn die? Hier irgendwo. Meierlörk-Könige, viel zu viele für meinen Geschmack. Ja. Ah, natürlich, stimmt. Ich bin ja da drin gestorben. Warte mal, wenn ich hier hochklettere, hätte ich vielleicht einen guten Punkt, um sie wegzusnipen. Hältst du denn davon? Ich finde, das ist ein guter Plan. Ja. Würger? Ah, da bist du hoch. Da eigentlich treffen können. Okay, schön, schön, schön. Ja. Oh. Ich höre was. Ah ja. Ja, hinter uns. Ich glaube, ich starte gleich auch das Spiel mal nach der Folge neu. Das kommen wieder jetzt ein bisschen zu viele Ruckler. Fuck. Oh. Das war nicht so klar. Nein. Ja, natürlich. Wir haben hier den Weg. Oh wow. Nein, nein, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Dass sie durch Wände mal durchschlagen können, die Schweine. Ja, voll. Wäre das eh noch. Aber ich glaube, das kannst du knicken. Ne, ich habe auch kein Stimpack mehr, glaube ich. Warte, ich versuche das mal, dass ich mich hier in den Sackgasse mal frieren würde. Ne, ich kann nicht wieder belegen. Ja, ich würde gerne. Ah, es war gut, solange es wert. Ja, das ist wahr. Die Kleinen haben wir ein bisschen weghauen können. Komm. Und der Futter. Brandbeste hier, sehr schön. Die mich entdeckt hat. Mann, Hundefutter, heil mich. Oh, ich hab. Ja, ich hab keinen. Die wird dir mal noch eine Brandbestie mitbringen. Das vielleicht hilft das ja wieder, dass die sich dann so ein bisschen gegenseitig zerlegen. Was machen wir denn mit der Brandbestie?
Ich denke, die werden ja auch. Oh nein. Ich bin runtergefallen. Warte mal, jetzt müsste es eigentlich gehen, da ich eigentlich hier oben ein bisschen meine Ruhe habe. Ich nicht. Ich hab's gemerkt. Mann, ich hab nicht getroffen. Du bist eigentlich schon ganz schön in Mitleidenschaft gezogen worden. Ich stehe direkt davor und mach halt keinen Schaden. Oder es wird halt keinen Schaden abgefangen. Da gehen meine ganzen Stimpacks wieder hin. Ah, das Geräuschkulisse ist halt auch mega leer. Ja. Ich habe mich getroffen, natürlich. Ah, ich glaube, wir sollten wirklich hier später wiederkommen. Ja. Da ist wieder an Rüstung und aufgehen. Ich kann auch den nicht weglaufen. Ich glaube nicht. Kollege leider nicht schnell genug. Ich verschwende jetzt halt sau viel Stimpacks dadurch. Man macht halt keinen Schaden. Vielleicht ganz gut den Skill raushacken, sodass wir woanders verfolgen. Ich denke, wenn wir jetzt eh rausgehen, dann. Schönes Gebiet. Und wie? Lebst du noch? Nee. Okay. Gut. Gerade nochmal neu gespawnt. Gut, alles klar, wir lassen das. Oh, es sind sogar zwei Brandbestien hier. Ah, du bist hier. Boah, zwei wären aber krass. Dann würde ich tatsächlich ganz gerne mal. Ja, letzter Tod, das kriegen wir eh nicht mehr. Ach, wahrscheinlich müssen wir das erstmal säubern, bevor wir dann den Transponder aktivieren können. Glaubst du? Mhm. Jawohl, der überschwemmte Betriebshof, das ist ja nicht in dem Gebiet, wo wir suchen müssen, oder? Doch. Oh, fuck. Was? Ein Drecksding. Hör auf mich zu entdecken. Vielleicht haben wir hier ja auch Glück und wieder irgendeine Abwehrstellung. Hier macht die ganze Zeit hier Stress. Alles klar. Ach, komm. Ich hab getroffen. Da ist gerade irgendwas kaputt gegangen. Der Rüstung? Ja, meine ist auch schon so richtig. Oh nein. Ich habe die Bestie gefunden. Genau. Ich krieg sie ab. Hier geht man auf die Brandbestie. Meine Liebe. Also beten die. Die Brandbestie doch irgendwie an, oder nicht? Ich bin irre. Weiß es doch nicht, kenne ich. Hier ist es extrem radioaktiv. Könnt ihr nicht einfach die zwei Brandbestien zu bekämpfen? Wäre hilfreich, ja. Auf
fliegen. Alter, es ist 3 Brandbestien. Holy Mark. Ja. Ich würde sagen. Zeitquest? Serverwechsel. Stimmt, oder Serverwechsel? Hier ist Außenposten Delta. Guck mal. Hier ist das letzte Transponder-Ding. Wenn ich das jetzt aktivieren könnte, einfach. Eine Power-Rüstung. Ah, jetzt kann ich sogar rein in den T45. Oh, schön, schön, schön. Na dann. Warte mal, wo ist das Signal? Wo ist das Signal? Na, hier ist ein Holoband. Ah, ich glaube 2 Brandbestien kriegen wir noch nicht mal im Power, also krieg ich noch nicht mal Powerbestien, beziehungsweise 3 Brandbestien mit meinem Powerbestien. Dann bist du weg. Oh wow, ich bin durch und durch gebrochen. Aber warte mal. Ah, ich kann hier aber auch nicht mit interagieren, leider. Nee, das macht einfach keinen Schaden. Ich glaube, das kriegen wir echt nicht hin. Ich hätte mir noch erwischt. Ja, aber wenigstens sind meine Leben jetzt wieder voll. Na gut, dann würde ich mal sagen, wir starten einfach. Einen neuen Server. Vielleicht sieht es dann nicht mehr ganz so schlimm aus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hatte Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin. Ist gut und ciao, ciao. Kannst du dich ins Bett legen? Ja. Ja, ich habe nicht im Moment gerade ein paar Rüstung an. Ah, nein. Nein. Genau jetzt. Ja. Neues Server. Na gut. Ich hatte es auch gerade zerlegt. Alles klar. Bis dann. Macht's gut und ciao, ciao. Ciao, ciao.